Wir sind an der Europaschule Kairo, einer anerkannten deutschen Auslandsschule mit ungefähr 1200 Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis zum Abitur. Von Beginn der Corona-Pandemie an war es für uns wichtig, dass wir alle Beteiligten der Schulfamilie mitnehmen. Also nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch Schülerinnen und Schüler und vor allen Dingen auch die Eltern. Zum Beispiel ist uns das gelungen durch unser Health-Komitee, was aus Eltern besteht und was uns auf der einen Seite unterstützt hat, Regeln zu entwickeln, was wir in konkreten Corona-Fällen tun, aber auch in die Klassen gegangen ist und mit den Schülerinnen und Schülern und auch mit den Kolleginnen und Kollegen Verhaltensregeln besprochen hat. Ich bin eine Mutter und auch eine Ärztin und deshalb haben wir die Regeln für die Corona mit der Schule zusammen entwickelt. Wir haben jetzt Smartboards in Klassen und wir versuchen mit Zoom zu arbeiten. Und es ist immer lustig, wenn ein Lehrer nicht wirklich gut mit Technologie umgehen kann. Für uns das Entscheidende, durch die Krise zu kommen, war, dass wir als Team, und als Team verstehen wir hier die gesamte Schulfamilie, so gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, nur dadurch war es möglich, dass wir den Unterricht die ganze Zeit haben stattfinden lassen können, dass nichts ausgefallen ist.